Ihr wollt mit einigen wenigen Tipps wertvolle Zeit bei der Arbeit mit Excel sparen? Ich zeige euch in diesem Video meine Top 5 Shortcuts für die Arbeit mit Excel. Viel Spaß! Okay Leute, was wir hier haben, ist eine normale Liste. Excel, nichts Aufregendes, nicht sehr groß. Sechste Übersicht. Wenn ihr Listen zu markieren habt, die sehr groß und sehr lange sind, ja, natürlich auch wesentlich länger als diese Listen hier, mit der Tastatur gibt es ja die eine Möglichkeit, dass ihr hier reinklicken, das ist wahrscheinlich bekannt, ihr könnt hier reinklicken und STRG A drücken für All, dann wird der komplette Block, die komplette Liste markiert, egal wie lang die Liste ist, solange es ein geschlossener Block ist, ohne Leerzeit. Bitte passt noch eins auf. Wenn ihr da draußen reinklickt in den Zelle außerhalb und STRG A drückt, dann wird das ganze Blatt markiert, so wenn ihr hier draufklicken würdet. Es gibt aber da noch einen wesentlich besseren Shortcut, meiner Meinung nach, um euch das Leben zu erleichtern. Ich gehe mal hier rauf auf die Datumszelle, links oben auf diese Startzelle, bin hier jetzt mit dem Mauszeiger hingegangen und drücke jetzt die Tastenkombinationen STRG, SHIFT und in dem Fall Pfeiltaste nach rechts, ihr geht nach rechts, Pfeiltaste nach unten. Der ganze Block ist sofort markiert. Natürlich könnte man das, wie gesagt, mit STRG A lösen, aber, und jetzt kommt der Clou. Nehmen wir an, ich möchte hier nur diese Temperatur, nur diese Werte markieren, weil ich dann weiter damit formatieren möchte. Ja. Dann klicke ich hier auf die erste Zahl, auf diese Startzelle und drücke STRG SHIFT Pfeil nach unten, weil er jetzt von der Startzelle nach unten diesen Bereich markiert, bis zur letzten Zelle, wo er Inhalt vorfindet. Bedeutet, da wo ihr startet, das ist quasi das Epizentrum von diesem Markierungserdbeben. Das heißt hier zum Beispiel STRG SHIFT Pfeil nach unten, STRG SHIFT Pfeil nach oben, nach links, nach rechts, nach unten. Bitte passt nur auf, wenn ihr jetzt zum Beispiel hierher gehen würdet und das Ganze nochmal als Ganzes markiert, STRG nach rechts, nach unten mit SHIFT und jetzt nochmal Pfeil das nach unten drückt, dann seid ihr unten im Keller bei den Zombies gelandet, weil er jetzt wirklich auf die letzte Zeile geht, aber kein Problem, STRG SHIFT Pfeil nach oben und ihr könnt das Ganze wieder korrigieren. Und dieser Shortcut ist extrem wichtig, um sich hier gezielt weiterhelfen zu können und das würde auch gehen, wenn ihr hier leere Zeilen habt in dem Block. Ich markiere mal hier. Ich zeige euch gleich in einem weiteren Segment, wie ihr die leeren Zeilen reinbekommt. Auch dann würde STRG SHIFT und die Pfeiltasten über diesen Bereich einfach das Ganze granular erweitern. Ich lösche diese beiden Leerzeilen wieder raus. Wie gesagt, dazu gibt es gleich einen weiteren Tipp. Und möchte euch dann noch Folgendes zeigen. Ganz wichtiger Punkt. Dieser Shortcut geht nicht nur fürs Markieren der Zellen, sondern auch in den Formeln, also wenn ihr mit Funktionen arbeitet. Dazu was ganz Simples. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier unten diese Temperatur mir anschaue und hier jetzt einfach mit Doppelklick, weiterer Tipp, die Summe der Temperaturen reinhole, ja, und dann hier einklicke, ja, dann bekomme ich hier die Summe. Das geht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel, nehmen wir an, hier rechts daneben, sagen wir, ich brauche hier rechts die Durchschnittstemperatur. Ich kürze es ab, Temperatur. Da hier daneben. Dann würde ich ja normalerweise hierher fahren, Start, dann würde ich hier auf das Summenzeichen gehen und den Mittelwert auswählen. Normalerweise müsste ich jetzt hier mit der Maus markieren und dann Enter drücken. Jetzt klicke ich hier auf die erste Zahl in diesem Bereich, STRG SHIFT Pfeil nach unten, bitte wieder Leute, und dann drückt ihr Enter. Das bedeutet, diese Tastenkombination funktioniert genauso in den Formeln, in den Funktionen, nicht nur fürs Markieren der Zellen. Man kennt es ja, man hat eine Mappe mit sehr vielen Blättern, so wie ihr hier bei mir seht. Also ich habe hier doch einiges an Blättern hier in dieser Mappe drinnen. Wenn ihr also eure Blätter in euren Mappen mit einer Tastenkombination wechseln wollt, ohne Maus, dann drückt ihr die STRG-Taste bitte und dann rechts oben beim 10er-Block habt ihr diese Tasten Bild auf, Bild ab, Page up, Page down. STRG Bild ab und ihr könnt es hier Step by Step nach rechts wechseln, also nach erhöhen. STRG Bild auf und er kommt wieder nach links nach vorne. Damit könnt ihr in der gleichen Mappe also die Blätter wechseln, ohne die Maus verwenden zu müssen.
Leere Zeilen sind im Excel meistens nicht so gut. Die können sehr viel Troubles verursachen. Ich habe dazu, wie ihr Leerzeilen entfernen könnt, übrigens auch hier oben ein Video für euch, wenn ihr euch das anschauen wollt. Wenn ihr prinzipiell eine Leerzeile braucht, dann klickt ihr hier am besten eine Zeilennummer in der Liste an und drückt einfach die Tastenkombination STRG plus. Dadurch wird oberhalb der markierten Zeile eine weitere leere Zeile eingefügt, wenn ihr zum Beispiel einen neuen Datensatz einzugeben habt. So oft ihr drückt, so oft werden neue leere Zeilen oberhalb eingefügt. Dementsprechend gibt es natürlich auch die Tastenkombination STRG minus. Da werden die markierten Zeilen, wenn ihr schaut, hier wieder rausgelöscht. Aber bitte passt auf mit dieser Geschichte. Wenn ich jetzt hier ganz so im Flow bin, in Rhythmus und nochmal STRG minus drücke, dann ist dieser Datensatz hier weg und da gibt es auch kein Papierkorb. Ähnliches gibt es nur folgendes: STRG Z. Für rückgängig wird am meisten bekannt sein. Für den Rückgängig-Knopf hier oben gibt es die Tastenkombination STRG Z. Also STRG plus fügt euch leere Zeilen ein. Dazu noch folgender Zusatztipp: Wenn ich hier zum Beispiel 3, 4 Zeilen markiere, zum Beispiel hier, und STRG plus drücke, werden genauso viele Zeilen oberhalb eingefügt, wie ich zuvor markiert habe. Ich kann sie mit STRG minus, also wieder hier rückgängig machen. Bei Spalten übrigens, wenn ihr eine Spalte markiert, also einen Spaltenbuchstaben STRG plus drückt, dann wird die Spalte, die leere Spalte, davor eingefügt, so wie die Zeile darüber, und mit STRG minus wieder entfernt. Und damit könnt ihr mit STRG plus oder STRG minus Zeilen löschen, Zeilen einfügen, ohne dass ihr hier extra viel mehr Aufwand habt. Zellen formatieren ist wahrscheinlich immer noch eines der wichtigsten Dialogfenster, einer der wichtigsten Befehle bei der Arbeit mit Excel. Natürlich könnte ich jetzt hier die diversen Zellen markieren und könnte hier mit der rechten Maustaste hier einfach hier unten Zellen formatieren auswählen, wenn wir das kennen, und ihr seht hier also hier die Mutter aller Dialogfenster, sage ich mal, von Excel, Zellen formatieren. Das braucht man relativ häufig tagsüber. Deswegen mein Tipp: Wenn ihr hier eine Zelle oder einen Zellbereich markiert, dann drückt ihr bitte die Tastenkombination STRG 1 und ihr bekommt Zellen formatieren sofort angezeigt. Bitte wichtig: Nicht den 1 am 10er Block drücken, sondern den normalen 1 oben, STRG 1, Zellen formatieren. Oft braucht man in Excel ohne viel Aufwand das heutige aktuelle Datum für diverse Listen. Wenn ihr in einer Zelle seid und die Tastenkombination drückt STRG und den Punkt, also das Trennzeichen, der Punkt, dann kommt das aktuelle Datum rein. Die Eselsbrücke ist der Punkt, wie ihr wisst, ist das Trennzeichen zwischen Tag, Monat und Jahr in Excel. Dieses Zeichen und die STRG-Taste bekommt das aktuelle Datum. Allerdings ist es nicht dynamisch. Wenn ich das jetzt hier absprechen würde und am nächsten Tag aufmachen würde, würde eben noch dieses Datum hier drinnen stehen. Wenn ihr stets das aktuelle Datum benötigt, was aus der Systemsteuerung gezogen wird, dann hier noch dieser kleine Zusatztipp: Ihr schreibt rein ist gleich heute, holt mit der Tabulator-Taste die Heute-Funktion rein, macht die Klammer zu, drückt Enter und ihr bekommt das aktuelle Datum. Und das würde jetzt natürlich tagesaktuell gespeichert sein, also am morgigen Tag dann das richtige Datum. Dann nehmt man schnell für einen Snapshot das Datum braucht, dann drückt ihr die Tastenkombination STRG Punkt. Das waren 5 Shortcuts, die euch hoffentlich in der täglichen Arbeit mit Excel weiterhelfen. Wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt, bitte schreibt in die Kommentare unten rein. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr weiter solche Videos sehen wollt. Lasst ein Like da. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zeit des Spaß mit Excel und sehe euch im nächsten Video. Ciao!